Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Age of Oblivion. Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich zuletzt aufgenommen habe. Wir haben in der letzten Folge den Alchemietisch gebaut und da brauchen wir noch Punkte, damit wir das letzte Upgrade bauen können. Außerdem würde ich ganz gerne noch hier diese Bard's Flaming Dictor Quest machen. Die ist nämlich eigentlich eine gute Alternative zu der Orga. Deswegen ist es ein bisschen ärgerlich, dass ich die gestartet habe und dazu brauchen wir die White River Veteran Citizen Card. Das heißt, wir müssen nochmal diese 100er Zombie-Quest starten. Die... Oh, Abbruch, die habe ich ja hier noch. Ah, die habe ich schon das letzte Mal angesetzt. Ah, okay. Akzeptieren wir. So, außerdem wollte ich mir Schießpulver herstellen. Deswegen, wir haben beim letzten Mal ja schon hier Potassium Nitrate geholt. Und wir brauchen noch Kohle. Die habe ich nicht hier irgendwo abgelegt und habe es vergessen, oder? Die Chance wäre natürlich groß. Doch, da ist auch noch. Ne, das Oil Shale. Also, ich habe mir jetzt gedacht, wir machen jetzt diese Quest hier drüben, diese Dishonorable Discharge. Die habe ich schon aktiviert. Da müssen wir ein paar Soldaten killen. Und hier vorne ist Kohle. Deswegen fahre ich jetzt praktisch mit meinem Tuk-Tuk erstmal Richtung Kohle. Dann holen wir Kohle und dann machen wir die Quest mit den Soldaten. So. Und ich sehe gerade, ich sollte was trinken, bevor ich losziehe. Sonst wird das hier nicht lange gut gehen. So. Wir haben hier noch einen Eintopf, den ziehen wir uns rein. Der bringt 20 trinken und 30 essen. Und dann müssen wir noch ein bisschen Tee trinken. Haben wir noch was zu trinken? Ein Bier ist doof. Also geht natürlich auch. Mal nichts mehr zu trinken? Ach. Natürlich haben wir noch zu trinken. So, 25 und wir trinken noch eins für das Extra und packen das hier hoch. Ah, Moment. Ich guck mal ganz kurz, wie der Garten oben aussieht. In der Hoffnung, dass hier noch Korn ist nämlich fertig. Und was brauchen wir noch? Blaubeeren, die wollte ich einpflanzen. Ich muss auch mal die Bäume wieder hier entfernen. Ein bisschen krass, oder? Die Bäume. Warte mal, wie kriege ich die weg, ohne dass ich die... Die müssen wir nicht nochmal pflanzen, die White Oak. Diese Bäume machen gar keinen Sinn. Moment, Sugar Maple. Nee, das ist... Doch, brauchen wir auch nicht. Genau, die lassen wir jetzt weg. Sugar Maple machen wir hier raus. Und wo waren die anderen Bäume? Die waren hier. White Oak brauchen wir nicht und das nicht. So, ich guck mal ganz kurz, ob wir Blaubeeren, ach Quatsch, Snowberries haben. Haben wir noch welche über? Da ist noch eine Snowberry. Können wir hier draus Samen machen? Kann ich Snowberries nicht kultivieren? Das ist aber schade. Oder gibt es eine Snowberry? Snowberry Seed. Doch, können wir. Brauchen wir unsere Seedpäckchen? Hier haben wir 21. Snow. Und hier habe ich auch noch Pflanzkübel. Guck mal, was ich alles noch gerade gemacht habe und gar nicht mitbekommen. So, dann kann ich nämlich die ansetzen oben und dann können wir eventuell später die Snowberries ernten. Und dann kann ich nämlich diese eine Quest mit den Pfeilen nochmal abgeben. Ne? Weil die Bäume zu pflanzen macht keinen Sinn. Da kommt auch gerade das Kommentar, dass ich die ja eigentlich auch draußen ganz normal im Garten pflanzen kann. Nämlich gar keinen Sinn, so wie ich das gemacht habe. So, ich würde sagen, wir machen hier noch einen 6er-Kübel, dann machen wir hier Snowberries. Wie viel Platz haben wir hier? Ja, so. So. Ja. Ich oller Profi. Hä? Da ist ein Wolf drin. Ist hier ein Horde unterwegs? Ich glaube, das war's. Hier sind Zombies unterwegs. Bist du der Besitzer von dem Hund? And it burns, burns, burns. A ring of fire. Den habe ich nicht getroffen, oder? Was? Jetzt habe ich ihn getroffen. So, und Motor-Tools-Parts suchen wir. Ja, das ist echt ärgerlich, weil das ist auf jeden Fall eine richtige Herausforderung, das noch zu finden.
Und die anderen Setzlinge packe ich hier mal in die Kiste. Und die einen Snowberries brauchen wir auch nicht mitnehmen. So, dann pflanzen wir die mal an. Zack. Und dann gehen wir los, besorgen Kohle. Und dann gehen wir zu dem Händler, zu der Aufgabe. Dann hoffentlich haben wir hier so ein paar Punkte, dass wir hier mal vorankommen. So. Snowberries sind gepflanzt. Die anderen setzen wir jetzt unten in die... Das holen wir hier vielleicht lieber zu. Setzen wir jetzt unten wieder in die Kiste. So, die hätte ich oben auf die anderen pflanzen können, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr wieder hin und her zu laufen. Das hat schon viel zu lange gedauert. So, dann ab zur Kohle. Warum ist eigentlich der Boden hier immer welliger? Verändert sich die Welt und ich raff's nicht? Könnte durchaus sein, ne? Eigentlich müssen wir jetzt ein paar Buddelquests machen, weil wir da auf jeden Fall einen guten Satz an Zombies vorgesetzt kriegen. Oh oh. Das ist Holz, ne? Habe ich eben aus dem Augenwinkel noch mehr Snowberries gesehen? Bei lauter Gestrüpp kannst du es auch kaum mehr unterscheiden. Brauche ich dich eigentlich? Ja, das Wild brauchen wir auch noch, ja. Tut mir leid. Da sind noch Snowberries, oder? Jetzt auch wieder Holz. Vielleicht können wir ja die Butcher-Quest noch abschließen, das wäre auch eine schöne Sache. Hölzer, Hölzer, Hölzer. Ich finde halt, diese Holzdinger sehen halt aus wie Snowberries so ein bisschen. Ach shit, ich habe die jetzt mit der Hand abgebaut, ne? Ich hätte ja meine Sense nutzen sollen. Da hätte ich wahrscheinlich mehr bei... Wow. Mehr bei rumgekommen. So, das Moped parken wir hier mal ein bisschen außerhalb. Und dann räumen wir jetzt erstmal hier auf. Moin! Was war denn das für ein... Tut mir leid, ich brauche deswegen Fleisch. Wehren sich aber auch kein Stück, ne? Wer schießt hier? Okay, pass auf, ich mache jetzt die Quest hier. Voll auf den Helm. Boah, ey, ich finde, das Bild wirkt so unruhig. Dadurch, dass das FPS fehlen. Okay, die können wir jetzt noch auseinandernehmen, wa? Ja, kriegen wir noch ein bisschen Gammelfleisch. Oder ist es der Schlag von der Axt, der das Bild so unruhig wirken lässt? Irgendwas fühlt sich nicht gut an, wenn man hier drauf rumkloppt. So. Nehmen wir alles mit. So, jetzt ab zur Kohle.
Ah, hier habe ich schon mal ausgehoben. Sehr, sehr nice. Und den Airdrop hole ich mir auf jeden Fall noch. Das dürfen wir nicht vergessen. So, ich fahre mal ein bisschen Kohle. Hä? Ist das hier wirklich Kohle? Ja, ist Kohle. Alles klar. Ich fahre mal ein bisschen Kohle und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Oh, warte. Oh, hi. Wow, that hurts. I will prevail. Bist hier angegriffen beim Kohlefarmen? Ich mach dich weg, du. So, alles klar. Ich fahre mal ein bisschen Kohle. Ja, und die Achse ist besser als die Spitze. Bis gleich. Ich bin schon auf dem Weg zum Airdrop. Ich habe die Kohle abgebaut. Und wir holen uns jetzt hier noch den Airdrop ab. Mal gucken, was sich hier drin befindet. Essen. Und Rüstung. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist doch schön, eine schöne Nummer. Oh, warte mal. Hier sind... wo ist meine Sense? 4. Guck mal, wir kriegen nämlich 4 von den Snowberries raus, wenn wir die mit der Spitzhacke wegmachen. Mit der Spitzhacke. Vor allem eine Spitzhacke ist es. Der Sense, wollte ich sagen. So, wir fahren zurück zum Händler. Muss ich nochmal gucken, wie ich hier am besten fahre. Hier bin ich noch nicht rumgefahren. Wir können uns ja mal angucken, wie der Weg hier entlang geht. Und wir müssen mal gucken, ob wir irgendwelche Tanken finden oder so, dass wir mit diesem Motortool-Parts zurande kommen. Ich bin mir halt selber unsicher, ob nicht die diese Flaming Buddle Quest Tool wahrscheinlich besser ist als eine Orga. Ich meine, ich baue jetzt schon mit der normalen Feueraxt ab und bin damit besser unterwegs. Boah, hör doch mal. Und bin eigentlich schon besser unterwegs als mit der normalen Steinspitzhacke. Wahrscheinlich ist diese Orga-Quest totaler Quatsch, aber ich habe es halt nur mal gestartet. Das ist echt dumm. Ich glaube, wenn ich die Motortool-Parts hätte, da würde ich mir eher einen Schrauben... Ach, geh weg, Spinne. Würde ich mir eher... Ach, was ist denn hier los? Spiderland oder wie? Was ist hier? Dann würde ich mir, glaube ich, eher wie heißt das Ding hier? Dieser Drill? Die Erweiterung zur Wrench? Würde ich mir daraus eher herstellen. Also die Performance von dem letzten Update hier von der Mod ist wirklich schwierig. Bin ich doof? Ich bin der Markierung hinterher gefahren. Ich will doch zum Trader. No Berries? Nee. Sieht alles nur so aus, aber es ist Holz. Gut, zur Not habe ich ja... Hi. Wow. Die bekloppt mein Messer ist wieder da. Die Crew wollen wir natürlich auch nicht überfahren. Wow, 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 wow. Die NPCs nehmen langsam Überhand hier. Moin. Bin ich falsch? Nee, Trader, geradeaus, ja. Und ich dachte schon. Ja, mal gucken. Wir müssen halt irgendwie Tankstellen auseinandernehmen oder so. Ach Gott, diese Spinnen, geh doch weg. Die sind auch noch so eklig mit so langen Beinen. Ich hatte übrigens mal davon gesprochen in einer letzten Aufnahme, dass man die irgendwie deaktivieren kann. Das ist gar nicht der Fall. Also die Mod ist in der 3.0 nicht mehr drin, die die Spinnen deaktiviert. Ich weiß nicht, wie man die aktuell deaktivieren könnte. Also wenn ich davon mal gesprochen habe, dann ist das Quatsch. Oder geht aktuell halt nicht mehr. So. Habe ich eigentlich den Mais noch einstecken? Nee. Moinsen. Amazing. Feeling under the weather. I've got just what the doctor ordered. Die hat schon genügend, okay.
Die können wir auseinandernehmen. Dann bauen wir hier dieses Fitting hier, bauen wir da ein. Ziehen die wieder an, die verkaufen wir und die Armschienen. Ja, ich müsste halt mal schwer Rüstung skillen. Das können wir aber später machen. Ich behalte jetzt erstmal und verkaufe einfach die Hosen an sie. Tag 10, warte mal, ist nicht Restock oder ist das morgen? Thanks for letting me take care. Wir sind Tag 9, ja, morgen erst. Tell your friends. Ich sag Bescheid, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, haben wir noch Zeit, 20.17 Uhr. Was haben wir denn noch Aufgaben offen, die wir eventuell noch erledigen könnten? Die Butcher Quest, da brauchen wir ganz viel Geflügel und so ein Kram. Ich glaube, das haben wir alles noch lang nicht zusammen. Und wir haben eine Tier 1 Clear in 127 Metern. Schauen wir doch noch, oder? Vor Feierabend. Wenn es hier direkt um die Ecke ist. Parken wir mein Auto hier. Hab zwar Tiere schon. Da ist die Mine. Ich wäre doch fast in die Mine rein. So. Jetzt mal vorne rum. Achso, warte mal. Ganz kurz reparieren. So. Moinsen. Nummer 1. Nummer 2. Der ist schon platt. Den kann ich eh nicht auseinandernehmen. Leder nehmen wir mit. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Moin. Klar. Essen, Bier. Nehmen wir natürlich alles mit. So, dann machen wir oben die Schränke. Wie haben wir denn? 20.56 Uhr. Den Ofen noch, das noch. Das noch. Haben wir noch einen vergessen? Nein. Clear. Achso, ist unlocked. Die Axt geht hier so durch. Okay, wie viel haben wir noch? Immer noch clear. Okay, müssen wir wahrscheinlich hoch. Da schläft jemand. Haben wir auch. Das haben wir auch. Moinsen. Die Axt ist wirklich. Das macht mir Angst, das Ding hier. Damit axtest du dich aber wirklich überall durch. Tachchen. Bleiben sie gerade liegen. So, noch schnell durchlooten. Haben wir auch. Unten ist noch einer. Hä? Draußen? Das gilt noch als Bereich. Oh, Hund. Return to Trader. Schaffen wir das noch? 21.32, das könnte aber wirklich knapp werden. Mal gucken, ob wir noch schaffen, vor Ladenschluss da reinzukommen. Nicht ruckeln, oh, dieses... Naja. Ich habe noch was abzugeben. Noch nicht zumachen, bitte. Ich nehme die Munition.
Clear Zombies 400, Fetch and Clear 192. Auf jeden Fall Stufe 2. Schönen Tag. So, dann kommt. Das war auf jeden Fall der letzte auf dem letzten Drücker. Das war doch schon mal sehr effektiv. Dann lass uns jetzt nach Hause fahren, würde ich sagen. Wir gucken mal, was wir noch abschließen können. Wir können auf jeden Fall schon mal Schießpulver ansetzen. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht eine Klonkammer oder sowas schon herstellen können. Das wäre auch eine Nummer. Also, dass wir die anderen Quests einfach schon mal starten. Ach Gott. Ja, ich weiß. Die komische Säureschnecke da ist hinter mir her. So. Da kommt sie. Die schwurbt jetzt hier irgendwo ein. So. Potassium und Kohle gibt in dem Chemietisch Schießpulver. 1:1. So, das dauert auf jeden Fall eine Zeit lang. Wo haben wir jetzt Potassium hin? Da haben wir Potassium hin. Dann haben wir diverses Essen. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern, wie man das verkocht. Ob es da irgendwie noch eine Kochquest gibt oder sowas in der Art. Ne, die Knochen gehören hier nicht rein. Ich habe hier so viel sinnlosen Kram bekommen. Ein 6er Knüppel. Verwende ich eh nicht mehr, ne? Ich meine, der ist besser als den wir haben. Aber... Und eine Scorpion in Level 6. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Den Baten können wir zum Beispiel verkaufen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir Tool Parts. Das ist Machete. Das ist Baten. Und ein Bandolier. Was macht der nochmal? Reloads faster. Ist das für Waffen gedacht? Die ziehen wir an. Machen wir das Ding klein. Okay. Quest-Items. Weg. Weg. Und das sind die Motor-Tool-Parts, die mache ich jetzt mal in Waffen und Werkzeuge rein. Bis wir die zusammen haben, die 25, dauert Ewigkeiten. Oh, ein Rezept für Smoked Sausages. Geräucherte Würstchen. Lerne ich natürlich gerne. So, Klamotten. Machen wir das hier rein. Da haben wir noch Steel. Können wir auch hier rein machen. Und bei Munition... Moment, eine 7.62 haben wir gar nicht. Doch, die AK haben wir. Sehr gut. Und die Patronen. Dann lassen wir das einfach mal am Mann. Sehr schön. So, was plagt dich denn? Oh, hast Hunger bis zum Anschlag. Hat aber viel verbraucht. Wahrscheinlich durch das viele Kloppen, könnte ich mir vorstellen. Haben wir Eier? Haben wir auch nicht, ne? Zitronen können wir uns reinziehen. So. Die Munition haben wir. Die können wir nachladen. Okay, dann gucken wir nochmal. Wir haben jetzt die Punkte. Da können wir jetzt mal gucken, dass wir diesen Skill für den Chemietisch hochziehen. Ich glaube, wir müssen hier 4. Genau. Und dann müssten wir eigentlich den Upgrade-Token machen können. Wenn ich das Holz nicht rausgelegt hätte. To Level 3. Irgendwas läuft draußen. Ich erwarte, dass ich gleich eine Schelle in den Nacken kriege von irgendjemand, der hier reinstürmt. So, dann machen wir hier das Upgrade. Krass.
Wow. Okay, das ist ja geil. Der wird ja immer hübscher. Sehr, sehr nice. Okay. So, was müssen wir nochmal machen bei der letzten Alchemie-Quest? Alchemie-Table 3. Get a Potion of Strength. Magic, Agility, Flight. Was, wir können fliegen? Okay, krass. Intelligenz, Strength. Also, wir brauchen Säure, 100 Gammelfleisch. Oh. Okay, 100 Gammelfleisch ist das Problem. Das haben wir nicht. Das ist... Haben wir hier zufällig irgendwie noch Gammelfleisch woanders einsortiert? Nö. Shit, okay. Da haben wir unsere Achillesferse. Da müssen wir auf jeden Fall noch suchen. Das heißt, ich muss noch ein paar Viecher töten. Was ist mit dem Wolf los da unten? Liegt der breitbeinig da unten? Sehe ich das richtig? Ach, hier ist einer. Moin. Nehmen wir hier die Billigpfeile mal. Bleib doch mal stehen. So. Das haben wir. Ja, dann mache ich noch ein bisschen Gärtnerarbeiten und dann sehen wir uns zur nächsten Folge schon wieder, ne? Ist schon wieder soweit. Das ist echt ärgerlich. Sind die schon gewachsen? Nee, Seed, die wachsen noch. Okay, dann werde ich hier mal ernten, würde ich sagen. Dann haben wir wieder was zu essen. Und dann gucken wir uns an, was wir beim nächsten Mal machen. Oh, guck mal, nicht nur Zitronen, es gibt auch Limonen. Sehr schön. Alles klar, ich ernte mal ein bisschen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.